Hallo, nach einer langen Containerpause bin ich endlich wieder zurück vom Container und habe diesmal in nur einer einzigen Tonne, nee, gut, das waren 2 Tonnen, aber von einem Supermarkt diese ganzen Bananen mitgenommen. Und zum Teil sind die Bio. Und diese wunderschönen Weintrauben, an denen ich bis jetzt nichts gefunden habe, die sind wahrscheinlich einfach nur rausgeflogen, weil sie noch übrig waren. Eine Avocado, bei der ich erstmal gucken muss, ob die noch gut ist, weil die fühlt sich sehr weich an. Hier sind noch ein paar Birnen, ein paar Nektarinen, große Pflaumen, 2 Tomaten, wirklich schöne große Radieschen, ein paar Pfirsiche, ein Suppenbund und Champignons. Von den Champignons hatte ich eigentlich noch eine Packung, die habe ich dem Nachbarn gegeben und auch 2 ganz große Gemüsezwiebeln. Und als ich heute zu dem Supermarkt gekommen bin, dachte ich erst, oh, hier hinten liegt noch eine Mango. Entschuldigung, vergessen. Da stand eine große Bananenkiste auf einer Tonne drauf. Und ich dachte, boah, krass, die ist noch voll. Die ist ja noch zu. Warum haben die die herausgeschmissen? Ich habe die runtergestellt, aufgemacht, reingeguckt. Alle Bananen aufgeplatzt, teilweise schon total verschimmelt und schwarz. Und ich dachte, ach du Scheiße, wieso haben die die nicht vorher rausgeholt? Und daneben stand eine Kiste mit Erdbeeren drin. Die waren leider auch nicht mehr zu retten. Das ist echt schade gewesen. Aber wirklich, das alles ist jetzt von nur einem einzigen Supermarkt und ich hätte eigentlich sogar noch mehr Bananen mitnehmen können und noch ein paar andere Sachen, aber ich habe nicht mehr reingekriegt in meine Taschen. Mit dem Fahrrad ist das so eine Sache, was man wegbekommt. Und Börge ist neugierig. Ach, und irgendwie sage ich immer gar nicht Tschüss. Tschüss.